Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und meiner Wenigkeit, Andi. Von mir auch ein herzliches Hallo, jetzt bin ich ganz verwirrt, ob der guten Vorstellung. Ja, ja. So, wir haben heute was ganz Feines, und zwar haben wir einen Islay Single Malt aus unbekannter Brennerei, aber mit einem guten Zweck, und zwar mit der Hilfe für die Organisation Sea Shepherd. Ja, das ist eine gemeinnützige, ja, internationale gemeinnützige Organisation, ja, die sich zum Ziel gesetzt hat, ja, auf Schutz der Lebensräume für bedrohte Tierarten, also insbesondere der Weltmeere. Und hier haben wir mal so ein, da sie quasi gemeinnützig ist und nicht profitorientiert ist und sein darf, würde so sagen, ja. Ah, nennt sich Non-Profit Organization. Genau. Gibt es hier und da mal Artikel wie Anziehsachen oder hier jetzt mal einen Whisky, den man seinen Beitrag dazu leisten kann, wenn man denn ja, wenn man denn Fan von solchen Sachen sind, also persönliche Meinungen in solchen Videos sind ja auch ein bisschen, also außerhalb des Geschmacks des Whisky-Verkostens, vielleicht ein bisschen verpönt, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich eine ganz tolle Sache, wo ich mich immer wieder gerne einsetze. Zu gut. Weit, zu gut. Punkt. Genau, und dann dachte man sich doch bei Kirschwhisky, das ist nämlich der Herausgeber der ganzen Geschichte, wir nehmen mal einen Islay Whisky, um halt diesen wilden und starken, rauen Charakter dieser Umweltpiraten, wie es so heißt, ja, abzubilden, und machen das mit einem unbekannten Islay Whisky, wie gesagt. Ne? Es geht teilweise wirklich sehr, sehr rau zur Sache. Ja, also ist nicht ohne. Das heißt jetzt nicht hier bitte kein Walangeln, nee, na, Entschuldigung, sondern Walangeln, ja, nein. Nee, sondern. Wird hier auch mal ganz gerne ein bisschen mit Nachdruck Überzeugung geleistet, was ich ganz, wie du ganz gerade von, oh ja, und rauchig, oh, sehr schön, auch ja. Schön. Rauchig, frisch, erinnert auf jeden Fall an junge Islay Whisky, die man so einschlägig kennt. Ah, guck mal, noch dunkler als gedacht, ne? Man hat das ja vorher nicht geahnt. Tatsache. Aber der ist auf jeden Fall schon mal eventuell vorweg. Doch mit Farbstoff, weiß ich nicht. Das müssen wir ja mal noch in Erfahrung bringen. Das kann durchaus sein. Ja, 43%. Also wir gehen mal davon aus, dass hier doch ein ziemlich junger Whisky eigentlich zum Einsatz kommt und daher wohl doch ein bisschen mit Farbe nachgeholfen wurde. Was mich aber eigentlich wundert, weil höchstwahrscheinlich die Geschichten über Signatory laufen werden, denke ich mal. Ne? Weil gerade Kirschaugen eigentlich auch oft mit Signatory zusammenarbeitet, auch der Generalimporteur ist für Deutschland. So denke ich mal, entweder in die Richtung oder Gordon McPhail machen sie auch teilweise mit in großen Mengen. Also eins von beiden wird sicherlich da sich daran beteiligt haben. Ja. Ist mir persönlich wurscht, hier trinkt die Sympathie mit. Genau, genau. Wer sich schon mal gefragt hat, was Shepherd heißt, ist aus dem Englischen und bedeutet Hirte oder Schäfer. Mhm. Quasi derjenige, der aufpasst auf die Menge, ja, auf die Tiere. Was heißt sie? See. Ah ja. Ja, cool. Also Schäfer der See. Na denn. Fantastisch. Ja, wie gesagt, frisch, rauchig. Aber gut harmonisierend. Ist auf jeden Fall komplexer, als ich jetzt wirklich erwartet hätte. Du hast also neben Rauchnoten hast du noch eine bestimmte Vanillenote. Du hast halt eine ordentliche Portion Frucht. Eher so die leichte Variante. Also die Farbe lässt ja suggerieren, dass da wirklich was Tiefes, was Kräftiges sein könnte. Im Aroma zumindest nicht, finde ich. Also fast aus wie eine Sherry-Lagerung, wird es aber wohl nicht sein. Also fällt aus wie, halt so in die Richtung Kaila 12, würde ich so schätzen. Vielleicht ein rauchiger Bonne Heaven oder so. Habe ich nicht aufgefasst, 43%, okay. Einer von den beiden wird es wohl sein. Höchstwahrscheinlich nicht Richtung Lafroig, Artback etc. Würde ich, glaube ich, nicht drauf wetten. Aber gut, kann man ja nie wissen, vielleicht. Was hast du gesagt? Entschuldigung, bei raus. Ich war eher bei Kaila oder einem rauchigen Bonne Heaven. Ja, okay. Weil die meistens, das sind eh die Erfüllung, die, glaube ich, zu 80% irgendwie die unbekannten, nicht genannten Brennereien sind. Irgendwie ja, auch bei Johnny Walker und Co. und so, wird Kaila ja auch relativ häufig zum Blenden benutzt. Und genau. Da findet sich, ja, hast recht. Ja, also schlägt doch ziemlich süß irgendwie im Aroma sich nieder. Also, wie gesagt, Honig, Zitrus. Ist jetzt eine feine, runde Sache. Probieren wir es mal gucken, was dann passiert.
Ei. Okay, okay. Also wollte ich von Kaila doch ein bisschen weggehen, oder? Ah, schwer zu greifen. Ah, da bin ich aber, das findest du nicht da. Also die Süße habe ich jetzt nicht mehr da. Hast du noch die Süße? Ja. Was? Du bist ja so ein Lagavulin-Fan gar nicht so. Nur doch, ist gut. Ja? Das Ding ist, er fällt würziger aus als gedacht. Ja. Er hat ziemlich krasse Kaffeenoten, finde ich heute. Mhm. Ich würde sogar wirklich auf Schokolade tippen, so dunkle Schokoladennoten, ja. Was ist denn mit einer Sherry-Reifung? Weiß man nicht, oder? Ich rufe da jetzt an, mir reicht das. Ja, ruf mal jetzt hier gleich jetzt. Also es kann schon sein. Also ich glaube, wir müssen das nachreichen. Ja, also ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, du hast auf jeden Fall eine schöne Trockenheit, du hast eine schöne Würze, du hast wirklich Kaffeenoten drin. Vielleicht so Milchschokoladennoten, Kakao, Mokka. Mhm. Geil. Mhm. Ja. Mhm. Ja, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist krass. Also die Fruchtnote aus dem Aroma geht komplett weg und macht halt wirklich breit, macht halt Platz und Platz für breite, ölige, dicke Schokoladennoten. Krass. Du wolltest noch einen Gag bringen? Nee, bring nicht, ist gut. Nö, der ist so nicht so, dass er es besonders gut scheppert. Also. Ich glaube, der scheppert ordentlich. Das ist uns doch irgendwie in den Kopf gekommen vorhin, wo wir hier mal kurz saßen und das Video so vorbereitet haben. Ja, jetzt sind so ganz andere Sachen im Kopf gekommen. Also ich werde mir so ein Fläschchen definitiv reservieren, wenn ich darf, mal wieder Überstunden machen und mach mir vielleicht einen schönen Kerzenständer draus. Habe ich mir gerade überlegt, das sieht geil aus. Ja, also wird auch leider nicht genau genannt, welcher Umkostenbeitrag quasi an C. Shepherd gespendet wird. Das wird sicherlich irgendwann aufkommen, die Frage. Wir werden es mit in die Notiz mit reinschreiben, wir werden es in den Artikel reinschreiben, weil wir rufen jetzt erstmal an und fragen, ob es eine Sherry-Lagerung sein soll. Ne? Ja, und dann rufen wir nochmal an und fragen, wie viel Geld. Und wenn wir noch andere Fragen rufen, rufen wir einfach nochmal an. Genau. Ja. Gut, also, ne, probiert's aus. Es lohnt sich mal eine rauchige Abfüllung von der Insel Eider mit einem guten, kraftvollen Charakter. Ja, ja. So rau und wild wie die Umweltpiraten. Wie die See. Wie die See. Ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und besucht unseren Shop. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.